Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Marsch. Wir ernten aktuell Rüben und Kartoffeln. Beides nebenbei. Ne, so macht der Kurzbildfahrer. Und ich fahre wieder mal alles so schön ab. Ne, so ein bisschen nebenbei. Jo. Der eine hat einen LKW und ich habe einen Traktor hier. Ne? Aber das ist immer genug. Reicht ja. Wird mal sehen, ob wir noch ein zweites Fahrzeug kriegen oder Ersatz. Bisschen mehr aufnehmen kann, aber aktuell ist das das Beste, was ich jetzt gefunden habe im Hof. Da ist jemand fertig geworden. Wahrscheinlich ist es der. Oh, Dörre stehen. Wahrscheinlich ist es. Da haben wir wirklich so Platz hier haben, ne? Oh, das ist nicht so gut. Mal ganz kurz wieder zurückfahren und ein bisschen mehr nach rechts, ne? Normalerweise hast du für Kartoffeln einen anderen Anhänger, ne? also ist immer eher sowas hier, ne, würde ich meinen, Anhänger, und zwar eher Richtung, ja, gute Frage. Sowas hier in der Richtung, ne? So eine Mulde. Aber wir haben aktuell hier, und das wird auch gehen. Und der ist ja entsprechend diese andere Form hat, ne? Eine Krampe. Ja. Aber nochmal kleiner halt, ne? Der wird es mal ideal für sein, ne? Und die würden auch gehen. Aber hier ist eh alles eingestellt. Von daher ist es nicht ganz so. Ja, der hat nicht viel drin, ne? 9000, das müssen wir. So, Rüben müsste auch wieder entsprechend voll sein. Ist halt so, ne? Also Kartoffeln sind sehr, sehr empfindlich, also vielleicht deswegen nicht so viel reingeht, das kann sein. Dass sie dann sagen, okay, machen wir jetzt so voll. Sonst wäre sicherlich auch möglich, da mehr reinzubringen. Aber ich denke mal, das wird auch so irgendwelche Gründe haben, ne? Aber es ist gut, dass wir das ernten können, obwohl nass ist, ne? Das ist super. Wie gesagt, sind Originalmaschinen und von daher ist es bin ich etwas überrascht, dass es überhaupt geht. Ne? Also meine vom Logischen her ist ja so, die Frucht muss ja nicht trocken sein. Die ist ja an sich ja nass. Ne? Also Kartoffeln sind ja an sich ein hoher Wasseranteil und Rüben genau das gleiche. Nur wenn jetzt zum Beispiel auf dem Land das so wäre, dass zum Beispiel Stichwort, wenn jetzt die Erde sehr nass wäre, dann könnte es sein, dass bei, ob nun Rüben oder Kartoffeln, dass da entsprechend die Erdemaschine Probleme bekommen könnte. Ne? Also bei Lehmboden ist es äußerst ungünstig, weil der trocknet sehr schlecht. Wenn es sehr nass ist und regnerisch ist, dann wäre das natürlich, naja, muss auch geflucht werden. Super, gut, das ist egal, das machen wir halt im Frühjahr, ne? Oder halt morgen, wenn wir Zeit haben, dann müssen wir fertig werden hier, beide hier. Ja, Rüben werden wir nicht lange brauchen, aber Kartoffeln, das wird länger dauern. Deswegen wollte ich, dass er stehen bleibt, dass ich nicht beifahren muss. Ne? Also ich muss ja weiter am nächsten Acker. Geht noch rein oder nicht? Wenn er nicht reingeht, dann bleibt er draußen stehen. Ja, jetzt mache ich nebenbei was zu essen. Also eine Formlänge wird ungefähr hinkommen. Dann ist es gut. Dann muss es gar sein.
ja, gleich den nächsten auch voll machen hier, ne? Also den zweiten. Dann sind wir gleich wieder gemeckert hier. Ah, so muss ich sagen. Jetzt laufen wir noch kurz zu den Traktor hier mit den Rüben, Kartoffeln. Zweiten Gang. Ein Tick schneller, ne? Ja. Ja, ja. Temperatur 62 Grad. Bodenmelder 60, aber gut. Aber wie gesagt, ist auch alles auf 4K, ne? Und mal auch so sehen, ne? Aber das kann ich nur deswegen machen, weil jetzt OBS auf dem Aufnahmeprogramm auf dem anderen Rechner läuft, ne? Über Elgato. Hat mir auch ein paar Nerven gekostet, also Train einzustellen. Weil mit dem Ton noch nicht geklappt, richtig so wie es sollte. Also hier wird es mehr eng. Ja gut, da kann Probleme geben, ne? Also da muss ich hier bei sein, Leute. Ja. Da wird auch schon eng. Da ist es eng. Also da wird er Probleme haben. Also da. Ja. Da ist es. Da haben wir schon. Lassen. Der war gar nicht leer. Voll. Aber wir machen aber leer. Ne? Nur ganz kurz deaktivieren. Das sieht ja komisch aus, ne? Rühm ist nicht ganz so tragisch, wenn die Erde nass ist. Aber bei der Kartoffel, wenn du rauskratzen sollst, dann ist es vielleicht doch nicht ganz optimal, ne? Weil du ja im Prinzip die Erde ja auffühlen musst, ne? Und ja, es ist eher ungünstig, wenn es nass ist, ne? Also Lehmboden wäre dafür echt nicht geeignet. Aber dann fahren wir gleich mit. Die nächste Kreuzung ist wieder Probleme. Die Kurve. Warum und so ist. Ja, wahrscheinlich, weil die Geräte also. Also im Prinzip da vorne wird es hier rausgeholt und vorne wird das Kraut abgeschnitten. Kann man erinnern, früher waren die Maschinen so gekonstruiert. Das Prinzip hinten mit 3 bis 4 Leute hinten standen und haben dann den Kartoffel sortiert. Ne? Also wirklich, dass Steine und so wurden rausgesammelt, also gleich wieder aufs Feld geworfen. Oder ja, die kamen dann weg und die Kartoffeln, die kaputt waren, auch, weil die meisten dann gleich raus sind. Oder die Gefahr, dass der Fäulnis da war. Das war richtig arbeitsintensiv. Ne? Auch wenn es mit Maschinen gemacht wurde, muss man dazu sagen. Das ist richtig harte Arbeit gewesen. Und immer zu einer Zeit, wo es eigentlich her, vom Wetter her immer meistens nass und kalt war, also kühl. Und so eine schöne Handschuhe, wie es heute gibt dafür, die gab es ja früher nicht, so ein Ding, sondern, ne? Also die wollen sie überhaupt nicht. Daran denke, Abendhandschuhe war auch schon, naja, da gab es so eine Lederlappen, kann man sagen, die nur, was macht er für Scheiß? Oder sie?
Ja, die Felder sind etwas zu eng dafür, ne? Also gut, das ist aber bei LS so. Standardkarten sind allgemein viel Platz, links und rechts. Aber das kann sich ja kein Bauer leisten, die Felder so nicht nutzen, ne? Gut, da können wir gleich einen Abfahrer holen, ne? Ist ja gleich wieder voll, ne? Ja, Kraut entfernen. Na gut, okay, wir ernten gleich, ne? Knappe 8,5 Hektar. Das ist im Grunde nicht viel. Aber wir sind roter schon, ne? Wer wird hier einer voll? Oh ne. Das nächste ist voll. Ja, das ist im Grunde Quatsch. Die Tafel werden vielleicht Matsch, aber nicht komplett hinüber, ne? So. Das ist etwas ungünstig, ne? Weiß ich gar nicht, wieso jetzt hier ein Deich hier ist, ne? Das muss man jetzt mal erklären, warum jetzt hier ein Deich ist. Gibt's doch gar nicht. Der kommt nicht klar. Geht auch nicht. Lassen. Achso, der wollte rechts ausfahren. Ach so. Was an sich nicht geht. Ne? Gut, dann müssen wir die Frucht zerstören. Nicht schön, aber der Hänger ist so hoch. Das meint ihr mit Spezialhänger, ne? Mal gucken, ob eins oder was machen können. Guten, guten. Wir denken. Umschalten. Können wir nichts tun, ne? Schwierig hier, also mal höher fahren. Das ist nur zu hoch. Ja, das ist ja logisch, die sind ja auch oben, ne? Müssen wir höchstens. Da so ranfahren. Schräge ist vielleicht ganz gut. Dann werden wir hier entsprechend ernten, ne? Wir haben noch 5%. So. A, B. Und ein bisschen improvisieren, ne? Die Reihe ist ein Blöd die erste, also muss ich ehrlich sagen, aber dann wird es ja auch besser nachher. Auf jedenfalls, ne? Cool dann. Wenn ich Kartoffeln sehe, muss ich auch essen. Wollen wir schauen, einen Anhänger kriegen, ne? Also einen anderen Anhänger nehmen. So.
erste Reihe können wir nicht verschenken. Ja, wird noch ein bisschen lustig hier, damit wir noch nicht ganz hinkommen. Und der ist auch fast fertig. Dann lassen wir. Einsteigen. Natürlich weit weg, ne? So, liebe Zuschauer, das soll's für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sagt mal gleich mal Tschüss und Winke, Winke. Ich mache eine kurze Pause und ihr werdet von nichts merken, aber es geht gleich weiter. Tschüss.